Nein, Virginia. Wollt ihr mich verarschen? Meine Albtraumstrecke. Das war's, ja. Das war's. Man sieht schon schön auf der Karte. Die erste Kurve fliege ich immer raus. Immer. Egal mit welchem Vehikel. Gut, ich bin froh, dass es die kurze Strecke ist. Da muss man nicht die hügeligen Kurven fahren, wo man nicht sieht, wo man hinfahren muss. Aber diese eine Kurve bricht mir das Genick. Scheibenkleister. So, schnelles Upgrade. Kannst noch was reißen? Irgendwas austauschen? Ja. Oh, Beschleunigung 3,4. Ja, mach es. So. Jetzt ziehen wir auf der Start-Zielgeraden. Ziehen wir an allen anderen vorbei. Dann fliegen wir aus der Kurve raus und sind Letzter. 100 Pro. So, ich muss dieses Visual Alerts ausschalten, dass mir da keiner dazwischen funkt jetzt. Das ist jetzt spannend. Wie so ein Krimi von Mimi. Falls es noch jemand kennt, oder bin ich wirklich so alt? Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Nie ins Bett. Nein, Toffel. Nein, tu es nicht. Oh, ja, das ist gut. Hey. Das ist aber auch geil. So ein Scarejump wär schlimm. Das darf jetzt nicht. Oh Gott, ich habe Angst. Ich glaube, ich gehe offline und fahre dann. Oha, oha. Oha, das gibt was. Nein. Oh, 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 oh. Bremsen. Wow. Gott, wie ich die hasse. Und oh, ich sag nicht, dass es abends ist, dass das Rennen auch noch im Dunkeln stattfindet. Dann ist nämlich ganz vorbei. Dann ist Tuck. So. Schauen wir mal. Auf jeden Fall direkt in die Eisen gehen. Aufpassen. Ah, easy. Easy. Ich könnte jetzt sagen, mit schnelleren Autos ist es schwerer. Aber ich bin mir sicher, wenn ich das sage, werde ich in der nächsten Runde aus der Kurve fliegen. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh. Sagt die eine Prostituierte zur anderen. Na, nehmen wir uns noch einen Freier oder gehen wir was essen? Ah, egal. Hauptsache was Warmes im Bauch. Schön. Uralt, aber schön. Keine Ahnung, warum der mir gerade einfällt. Ah, Moment, ich habe Würstchen gegessen. Nürnberger Rostbratwürstchen. Das war geil. Das habe ich mir so eine ganze Packung habe ich mir gerade in die Pfanne geschmissen. Oh, was machst du denn? Da ist die Startstrecke. Hier, da, da. Oh, moin. Ja, Schamhaar mal. Ja, Wildwechsel, das wäre es noch. Ja, jetzt lese ich nicht im Chat. Jetzt muss ich mich voll konzentrieren auf diese fiese Kurve. Zack. Ich will aber halt auch immer später bremsen, ne?
man will ja auch eine gute Zeit dahin legen. Aber ist einfach nicht möglich auf dieser Strecke für mich. Noch nie geschafft, egal in welchem Spiel. Egal was für Schwierigkeitsgrad oder was auch immer. Diese Strecke macht mich einfach fertig. Das ist mein Kryptonit, deswegen ist die auch so begrünt überall. Nein, 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 die ist nicht gut. Das VIR von Virginia International Race Course steht für Virus. Für Virtuos. Für wirklich Scheiße. Mit V. Junge, 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 Junge. Aber das war früher auch Laguna Seca für mich. So, also. Ja. Frühe Teenagerzeit. Da habe ich Laguna Seca gehasst. Ich habe das ums Verrecken nicht hingekriegt. Was bin ich da immer rausgeflogen? Und irgendwann habe ich sie verstanden. Und seitdem geht's. So. Ja, genau, auf uns Würstchen zu denken. Da fährst du über ins Grün. Ja, Nürnberg-Rostbratwürste sind geil. Ey, dann habe ich mir so eine dicke, das kann man jetzt bestimmt schlecht sehen. Ich sag mal, eine 1 cm dicke Scheibe Gouda habe ich mir da noch oben drauf geklatscht. Ne? Also, wie viel Würste sind da drin? 12? 16? Keine Ahnung. Auf jeden Fall die Hälfte auf de Teller gepackt. Dann den Käse drauf, dann die andere Hälfte oben drauf und da drauf den Curry-Ketchup, den pikanten Curry-Ketchup von was ist der? Hela, glaube ich. Oh, das ist geil. Lecker, lecker. Nürnberger sind keine Würstchen, die fallen immer durch den Rost. Ja, die fallen da durch, ja. Aber die sind halt geil. Die sind halt geil. Die musst du aber auch in der Pfanne machen. Da brauchst du kein Röstaroma. Thüringer Klöße, die habe ich gern. Alter, ich habe so gelacht, wo ich das gesehen habe. So ein geiles Video. Ich glaube 12, also 4 normale. Ja, kommt hin, kommt hin. Ich bin schuld, dass du wieder Hunger hast. Gern geschehen. Oh, bin ich aber auch in letzter Zeit. Also bestimmt schon 2 Wochen, wo ich so gegen 22 Uhr sowas nochmal richtig Hunger kriege. Ich habe sowas eigentlich nie. Ich bin auch keiner, der Süßkram nascht oder so. Ich habe sowas gar nicht zu Hause. Aber in den letzten 2 Wochen, ich könnte jeden Abend so gegen 22 Uhr noch eine Pizza fressen. Oh, easy. Easy. Aber ja, ich glaube, ich weiß, wo es herkommt. Seit ich aus der Reha draußen bin, hat sich so ein bisschen mein Zeitraum-Continuum verschoben. Sprich, da bin ich dann oft, ja, zwischen 3 und 4 Uhr morgens schlafen gegangen. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ja, und habe dann halt auch dann zwischen 22 und 23 Uhr dann zu Abend gegessen, ne? Weil ich ja halt auch erst um 12 oder so aufgestanden bin. Und ich glaube, da hat sich der Magen so ein bisschen dran gewöhnt. Obwohl ich ja seit, ja, ein paar Tagen schon wieder ganz normal, also zu einer ganz normalen Uhrzeit schlafen gehe und aufstehe. Sprich, ich habe normale Frühstückszeit.
und eine normale Abendesszeit. Mittags oft esse ich nichts. Also wenn ich zu Hause bin, oft esse ich nichts. Und wenn, dann nur eine Kleinigkeit zwischendurch oder so. Aber irgendwie hat sich das mein Magen oder mein Hirn gemerkt, dass ich dann oft, ich habe den dummen Fehler gemacht, als mein Sohn da war vor 2 Wochen, habe ich ein großes Glas Nutella gekauft. Ich weiß, das war ein Fehler. Der hatte an dem gesamten Wochenende, ich sag mal, 2 Scheibenbrot gegessen mit Nutella. Und ich habe mich dann halt um den Rest gekümmert. Ich weiß ja nicht, wie lange das haltbar ist. Also habe ich dann manchmal nur mit dem Löffel aus dem Glas gegessen. Oder auch, ich mache das relativ oft mit Marmelade tatsächlich. Dass wenn ich mir so ein Brot hole, ne, ich schneide das dann auch direkt. Ne, komplett. Und dann hast du ja auch 2 Kappen. Oder wie auch immer das in eurer Region heißt, ne? Die Endstücke. Und dann noch mindestens vorn und hinten 3 kleinere Scheiben von dem Brot. Und da lohnt sich ja gar nicht, da irgendwie Wurst oder Käse drauf zu packen. Also esse ich da gern Marmelade drauf zum Frühstück. Jetzt hatte ich aber das Nutella da. Also wurde es dann ein Spätabend-Snack mit ultra dick Nutella auf so kleine Scheiben Brot. Und ich glaube, die Droge Zucker hat meinen Kopf so angefixt, dass sie jetzt jeden Abend einen neuen Schuss haben will. Da könnt ihr mir schon vorstellen. Alles klar, Maverick, bis gleich. Oh, warte. Ach Gott, hab ich so viel verpasst? Ich glaube, Maverick holt sich was zu essen. Verschimmel deinen Fuß auf die Strecke und nicht aufs Essen. Wir fallen jetzt nichts sehen. Ich gebe dir vollkommen recht, Doppel. Vollkommen recht. Eher fürs Essen statt den Sieg. Ja, manchmal mit dem Löffel. Also, oh, das ist schon geil. Löffel, das ist geil. Mit Butter natürlich. Mit. Und da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Egal wer. Da muss einfach Butter drunter. Erstens als Geschmacksträger. Das Fett, ne? Können wir bitte gehen? Hör mir zu! Können wir bitte gehen? Das passt so gut. Diese Pisse hier, kein Bock hat. Das passt gut. Ich hätte es eigentlich mit Utter gerechnet. Ich mag nicht rennen, ich bin voll mit Schoki. Nee, aber Butter. Geschmacksträger. Und es hilft, im Hals runterzurutschen. Das ist so geil, wenn du dann quasi diese Nutella-Kugel im Mund geformt hast und die Butter oder Margarine oder was auch immer hilft dabei, den Hals runterzurutschen, um nicht zu ersticken an der Riesenmenge Nutella. Ein Traum. Ich glaube, wenn ich mit Nutella da hätte, würde ich es euch vormachen. Noch eine Frage, wie trinkt ihr euer Bier? Kalt und aus Flaschen. Da gebe ich dir recht. Kalt und im Kasten. Da fühlt man das im Rot im Löffel auf der Teller ist. Das ist eine sehr geile Idee. Sehr geile Idee. apropos geile Idee. Also ich fahre mal weiter dabei. Was haltet ihr davon? Oder was würdet ihr davon halten, wenn ich ein Video mache
auf Stream, ne? Also einfach nur ein Video, wo ich Märchen vorlese. So in die Richtung ASMR, weißt du? Wo ich dann einfach ganz nah an das Mikrofon komme und dir auch meine Mundgeräusche hören könnt. Sowas in der Art. So zum Einschlafen, weißt du? Bin ich drauf hingewiesen worden. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde das ziemlich cool. Ich habe zwei Wörter gelesen jetzt gerade. Lesen und Nutella. Wenn es das ist, was ich denke, ist es eine sehr gute Idee. Moment. Und beim Lesen das Nutella-Brot in den Backen. Ja, ja, genau, genau, dass es schön matschig und schmatzig wird. Oh, geil. Food Porn. Oder ist aber, eigentlich ist es eine coole Idee. Ne? Schön die Märchen vorlesen. Was weiß ich, Grimms Märchen oder keine Ahnung, Dr. Sommerteam, irgendwie so was. Ne, und dann einfach so ganz chillig und ruhig. Das heißt, das können Eltern ihren Kindern abends vorspielen zum Einschlafen oder halt so ASMR-Fans können das vielleicht auch hören. Weiß ich nicht, da bin ich nicht so in der Materie drin. Aber ich finde das irgendwie, finde ich es eine ziemlich coole Idee. Was? Nutella ohne Butter? Junge, du erstickst doch da dran. Da musst du ja vorher das Brot in Milch tunken. Was halt auch geil ist, ne? Nutella-Brot in eiskalte Milch. Am besten so, so Sandwich-Brot. Da Nutella drauf. In eiskalte Milch eintunken. Egal was für eine Milch. Ich trinke ja auch nur Hafermilch. Oder jetzt auch Mandelmilch habe ich jetzt probiert. Die ist ja auch ziemlich gut, ne? Da reintunken und dann runterwürgen, wie so eine Vogelmama ihr Futter, bevor sie es zu den Jungen bringt. Ihr wisst, was ich meine. Hey, aber meine Zeit ist gar nicht schlecht. Anderthalb zu langsam. Also für meine Verhältnisse gar nicht so verkehrt. Aber ja, Zeus, ich esse jetzt tatsächlich seit September ungefähr weder Butter noch Margarine, gar nichts. Es ist einfach, es gibt ja diese Fette und solche Fette und das sind einfach für mich unnötige Fette. Weil egal, was du dir aufs Brot draufpackst, dann kaust du halt zweimal mehr, dann produzierst du mehr Speichel im Mund und dann brauchst du auch keine Margarine oder Butter, um das irgendwie gleitfähiger zu machen. Aha. Wenn man sich so eine Salami reinschiebt oder so, weißt du? Die ist ja schon glitschig genug. Ne, also das, da verzichte ich schon länger drauf. Also ich mache das alle Jahre mal immer wieder. Man könnte fast sagen, halbes Jahr mit, halbes Jahr ohne. Aber ich glaube, ich bin es soweit, dass ich es wirklich gar nicht mehr brauche. Ne, lieber trinke ich noch einen Schluck dazu. Ich trinke eh zu wenig. Dann habe ich einen Grund, was zu trinken, weil es so trocken ist. Das ist okay. Also egal, was drauf ist. Ne? Geht es nicht nur um Nutella. Kann ja auch Käse sein. Kalbsleberwurst. Oh, Zeus. Hast du schon mal... Also... Ich habe das schon mal Leuten erklärt vor Jahren und die haben das dann
falsch gemacht. Also, listen to this. Du nimmst dir ein Stück Brot oder Brötchen, ist sogar noch besser. Wenn du Brot nimmst, dann eine etwas dickere Scheibe. Dann machst du dir ganz dick Delikatess-Kalbsleberwurst drauf. Und es ist wichtig, dass es Delikatess-Kalbsleberwurst ist. Ne, die feine. Und dann Nutella obendrauf. Alter, das ist so geil. So geil. Und ja, ich habe da halt dann auch immer noch Margarine drunter gehabt. Das ist nicht jedermanns Sache. Aber Delikatess Kalbsleberwurst mit Nutella ist der absolute Hammer. Das ist eine Geschmacksexplosion. Wirklich krass. Schaffen wir gar keine Runde mehr. Oh, warte, ich komme gar nicht näher. Wo sind wir? Da. Nutella ohne Butter, einfach frisch vom Kutter. Quasi. Hast Glück, ich wollte schon das FBI rufen. Nutella nur mit Butter. Ja, mittlerweile mache ich es auch ohne, aber wie gesagt, damit ich dann auch trinke, ich könnte mit einem Liter Flüssigkeit am Tag klarkommen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Was mir? Ist das ein kotzender Frosch oder ein leckender Frosch? Manchmal erkennt man den Unterschied nicht. Ja, Mann, Leberwurst bindet, aber Delikatess, Kalbsleberwurst, das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Alles andere schmeckt nicht. Delikatess, Kalbsleberwurst, am besten die aus dem Lidl. Die ist in so einer goldenen Hülle, vorne abgeschrägt, in so einer Packung. Ein Traum. Bon fortuneux, wie der Spanier sagt. Das, total geil. Du isst keine Leberwurst? Alter. Du willst doch groß und stark werden. Kannst du noch eine Schüssel Nutella und eine Schüssel Butter, dann kannst du eine Löffel. Oh. Damit könnte man Toppings machen für Cupcakes. Weißt du, gerade erst in die Butter rein, dann ins Nutella rein und vielleicht noch ein bisschen Kalbsleberwurst in den Teig. Ich bin jemand, der probiert solche Dinge aus. Ich mach so einen Scheiß. Oh, am zweiten Weihnachtsfeiertag, also Mittwoch, am Dienstag war mein Kumpel da. Wir haben zusammen gekocht und gebacken und so, ne? Haben ein geiles Rinderfilet haben wir gemacht, dann Rosenkohl dazu, Kroketten, Soße habe ich von einem Kumpel machen lassen, der ist Koch im Steigenberger Hotel. War super lecker. Und da haben wir uns als Vorspeise und Nachspeise haben wir Bananenbrot gebacken. Aber wie? Wir haben das dann also wir haben aus dem Lidl von Vimondo das vegane Bananenbrot geholt. So eine Backmischung. Möchtest du noch eine Ey, Gewürzgurke auf Leberwurst ist ja wohl ein Traum. Absolut. Wenn ich groß und stark werden will, schleppe ich Tannenbäume. Exakt immer. Ja, Steigenberger gibt's überall. Ja, spricht für Qualität, also. Könnt ihr euch vorstellen, wie geil die Soße war. Echt gut. Auf jeden Fall haben wir Bananenbrot gebacken. Und haben uns gedacht, wir experimentieren mal ein bisschen. Und dann haben wir, ich habe dann so eine Auflaufform genommen, ne, weil ich keine Kuchenform habe. Und dann haben wir halb-halb gemacht, also mit einer Banane haben wir es dann getrennt. Links die Mischung, so wie es drauf stand. Und rechts unser Experiment. So, da haben wir. Geil, total geil.
ist eine Fertigbackmischung, da kommt nur Rapsöl kommt noch rein, Banane und Hafermilch. So, wir haben reingemacht. Mandelmilch anstatt Hafermilch. Ist ja jetzt nicht so wild. Dann Rapsöl haben wir reingemacht, Banane haben wir reingemacht. Und dann 2 Tütchen Vanillinzucker, damit es ein bisschen süßer wird. Dann noch 4 Stücke Würfelzucker, dass es noch ein bisschen süßer wird. Dann 2 große Löffel Nesquik Kakaopulver, dass es noch schön schokoladig wird. Dulverendo. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen im Chat, in der Community. So, auf jeden Fall. 2 Beutel Vanillinzucker, 4 Stück Zucker, 2 große Löffel, also so Suppenlöffel, Nesquik Kakaopulver dazu und dann, naja, also den Teig dann gemacht, in die Auflaufform und dann hatten wir von Milka eine Tafel Nusette. Ein Traum. Ins Gefrierfach gelegt, dass sie schön hart wird. Dann mit dem Fleischklopfer gehauen, ne, dass da ja, so 1x1 oder ja, sagen wir 2x2 cm große Stücke abgebrochen sind. Und die haben wir dann in den Teig reingedrückt. Ne, dann also eine Schicht in den Teig, dann oben wieder zugestrichen. Dann nochmal eine Schicht, ne, dann, bis die ganze Tafel dann weg war. Und dann haben wir obendrauf noch so crunchy Erdnussbutter. Wie sagt man? Jo, so Häubchen, so Sahnehäubchen quasi aus crunchy Erdnussbutter drauf gemacht. Leute, das war so geil. So geil. War das lecker. Ey. Ein Bot. Ja, Views, Chatbots, etc. The price is not any competitor. Ja. Mods. Bannt ihn. Macht ihn weg. Weißbot hat. Okay, Weißbot hat ihn schon für 68.400 Sekunden in den Timeout versetzt. Grund: Automatic Protection, Reason, Botting, Scamming, Dangerous Link. Sieht man das im Stream, was der geschrieben hat? Nee. Ja, geil. Läuft. Auf die Technik ist Verlass. Auf die AI. Der Alois Ihlmeier. So, hier, rennen. Hallo, wo bin ich? Da bin ich. Bin ich drin? Boah, schon 10. Komm, ich beeil mich mit dem Fahren. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll mit Jockey. Das habe ich geweint, ja. Aber klingt das nicht geil, das Rezept? Alter, das... Boah. Ja, vor allem, dadurch, dass es ja so 2x2 cm große Schokoladenstücke waren, nach dem Backen war das halt ein flüssiger Schokoladenkern. Oh, kannst du den Geschmack vorstellen? Banane, Schokolade, Vanillinzucker, Erdnussbutter. Oh Gott. Das war richtig geil. Da haben wir es uns gut gehen lassen. Auf jeden Fall. So, zum Rennen. Ich habe zu wenig Bier getrunken. So, jetzt hier. Wir müssen Erster werden. Wir müssen Dark, wie auch immer der hieß. Müssen wir davon überzeugen, Letzter zu werden. Dark Viper, genau. Und DJ BSE. Der mich jetzt rauskickt. Oder die mich jetzt rauskickt. Nein. Muss mindestens Dritter werden. Vierter wäre besser.
So, Dark Viper hat uns schon wieder. Verdammt. Verdammt. Was da Bots in letzter Zeit unterwegs sind, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Also, jo. Bei mir jetzt nicht sonderlich viel, aber die, keine Ahnung, 3 Bots in den letzten 4 Wochen waren die ersten Bots, die ich gehabt habe überhaupt. Kommen die Bots eigentlich aus Botswana? Oh. Der war so schlecht. Der war so schlecht. Ich würde gerne lesen, was im Chat steht, aber ich kann nicht. Das ist gerade recht wichtig. Aber guck mal, wie schnell der ist. Da hast du gar keine Chance. Komm, dann gehen wir jetzt auf volles Risiko. Warte mal, erstmal lesen. Kannst du doch eine Probe die Wurst in den Anrichten bringen? Nee, dann bleibt er wahrscheinlich. Das ist geil. Ja, das kriegen wir bestimmt in Zeus. Garantiert. Ja, wie ich dir vorhin schon geschrieben habe, musste mich so ein bisschen um mein Oberstübchen kümmern. Ich glaube, das läuft jetzt ganz gut. Der Botswana-Witz kam ganz schön schwarz. Oh, Botswana. Land of the Sun. Oder so ähnlich. So, gesehen, was ich gemacht habe. Traktionskontrolle ausgeschaltet. Das heißt, entweder fliegen wir in der Kurve jetzt so dermaßen raus, dass wir auf den letzten Platz gehen, oder wir schaffen es, schneller zu sein und vielleicht Dark Viper nochmal einzuholen. Was normalerweise der Fall ist, aber auf dieser Strecke mit solch einem Vehikel. Oh, und dann lese ich ja noch im Chat, ich Idiot. Komm, komm, da ist die Strecke. Geh rüber, geh rüber. Komm, 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 komm. Huhu. He fucked up. Aber sowas von. Aber sowas von. Alter. Oh, komm, komm. Das ist das erste. Erste Runde. Dann machen wir nochmal neu. Scheide. Ah, mir fehlt das gute deutsche Wasser. Ah. Yeah, baby. Give it to me, baby. Aha, aha. So. Konzentrier dich. Fokus. Spüre die Macht, Padawan. So. Daumen drücken. Auch die Fußzehen und the Bobbles. Alles drücken, was man drücken kann. Gib ihm. Weg. Go away. Wow, 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 okay. Das Heck ist ein bisschen am Zittern. Aber das können wir hinkriegen. Ihr wahrscheinlich besser als ich. Aber ihr spielt ja gerade nicht. So. Oh, kickt mich nicht. Oh, fuck. Oh, ist das rutschig. Ist das rutschig? Nee, vergiss es. Nicht auf dieser Strecke. Oh. Vielleicht doch. Du drückst nur Tasten auf dem Handy. Dann hol mal das Emote, wo Fingers crossed, weißt du? Das ist wie Daumen drücken.
Eieiei. Bei jeder Kurve oder fast jeder Kurve höre ich auf zu atmen. So ein bisschen Druck im Nacken. Oh, guck mal hier. 2 Sekunden Vorsprung. Drückt weiter. Es klappt. Das sieht auch geil aus. Da. Oh, oh, oh. Zu früh gefreut. Der will immer gleich driften hier, der kleine Bock. Bisschen zu leicht auf der Hinterachse. Aber egal. Wenn wir durchkommen, ist ja alles gut. Und hier in den kleinen Schikanen müssen wir es ja auch nicht übertreiben. Übertreiben können wir es auf den größeren Kurven. Was ist das? Kapau! Habt ihr denn alle schon schön fleißig in meinem Merch-Shop bestellt? Also Mia ist ausgeschlossen, die hat ja schon ein T-Shirt. Aber vielleicht möchte sie noch eine Tasse und ein Cappy, ein Hoodie, ein Zipper. Alles vorrätig. Greif zu. Oh, oh, oh. DJ BC kommt gefährlich nahe. Oh, noch 3 Runden. Ja, genau. Mia ist die erste und bisher einzigste, die Merch hat. Gut, ich habe auch ein T-Shirt, aber aber sonst. Ich guck den Kram ja auch nicht. Geht ja schlecht. Irgendwie bin ich immer beschäftigt, wenn der streamt. Dieser Michel. Ich könnte das ja auf YouTube nachholen. Auf diesem wundertollen YouTube-Kanal. Mit 116 Abonnenten. Und 319 Videos mittlerweile. Da könnte man auch noch jede Menge Abonnenten gebrauchen. Und Watchtime. Watchtime. Das ist ja, damit du dich bewerben kannst für die Affiliate-Partnerschaft, brauchst du 1000 Abonnenten. Was schon mal sehr schwierig scheint für mich. Und 4000 Stunden Watchtime. Sprich, diese 1000 Leute müssen 4000 Stunden geguckt haben, damit ich überhaupt eine Anfrage stellen kann, ob ich mich denn bewerben darf. Jetzt mit den Shorts hat sich das noch ein bisschen geändert. Ich meine, da sind es noch 500 Abonnenten und 1000 Stunden oder so. Weiß ich aber gerade nicht auswendig. Aber mir fehlt die Zeit, auch noch Shorts zu schneiden. Ich kriege das irgendwie nicht hin. Wenn ich welche hochlade, dann laufen die gut. Also so in der Woche, wenn da 5 Shorts rauskommen, da habe ich jeden Tag um 12:01 Uhr. Da habe ich dann
Ich glaube, das höchste waren 28.900 Aufrufe in dieser Woche. Das ist schon wahnsinnig viel für meine Verhältnisse. Aber ich komme nicht dazu, die zu schneiden. Ich hatte ja die ganze Zeit hatte ich so ein Plugin im OBS, Vertical irgendwas. Da habe ich dann auf einen Knopf gedrückt, nämlich den da. Und dann wurde ein Clip erstellt für Twitch und gleichzeitig ein Short aufgenommen, ne, schön vertikal mit Kameraposition, bla bla bla. Wie halt die Shorts aussehen auf meinem Kanal. Automatisch gespeichert auf der Festplatte. Konnte ich dann einfach kommentarlos hochladen. Irgendwie will das nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Alles eingerichtet, alles top. Wie immer. So, gab dann aber mal wieder ein Update von irgendwas. Und dann ging es nur, wenn ich mit dem Mauszeiger innerhalb des Ordners war, wo ich diese Shorts speichere. Was für mich gar keinen Sinn ergibt. Aber ja. Und das geht hier halt nicht, weil ich muss ins Spiel reinklicken, damit ich das Spiel spielen kann. Aber was soll das denn? Sag mal, kann es sein, dass ich Erster bin in der fünften Runde? Was ist hier denn los? Das macht so viel aus, ne? Ja. Es macht so viel aus, Traktionskontrolle und Stabilitätskontrolle auszumachen. Auf jeden Fall. Aber man muss dann halt auch so ein bisschen spielen mit dem Auto, ne? Weil dann kann man auch ein bisschen lenken per Gaspedal. Und so weiter. Das ist mit dem Lenkrad hinten, mit dem Simric, ist es ein bisschen schwer. Weil ich es einfach nicht gewohnt bin. Aber so mit dem Controller klappt das eigentlich ganz gut. Muss ich zugeben. Alter, wir haben es geschafft. Erster. So. Und Dark Viper ist Vierter. Ah. DJBSE. Oh, ich glaube, als Zweiter war uns gefährlich. Als Dritter könnte es gehen. Ha, bin gespannt. Ja, genau. Oder War Thunder gucken, von Hans abgeschossen zu werden. Ein Feuerwerk für mich. Das ist nett. Von Toffel. So. Jetzt sind wir mal gespannt. 3, 2, 1. Nein! Es hat nicht gereicht, wegen 2 Punkten. Trotzdem sehr gut aufgeholt. Wenn der Fünfter gewesen wäre, wenn er einen Platz hinten dran gewesen wäre, dann hätten wir es geschafft. Ach, zurück komme ich nicht, schade. Ich wollte mal gucken, wie der Zeitenunterschied war. Heidenei. Ja, aber okay. Ist doch gut. Ist doch gut. Was denn dabei hat er nur eine 478 gefahren? Was, 478? War das die Zeit? Ich habe da null drauf geachtet. So, Event zu Ende. Das heißt, Papa geht ins Bett. Guck mal hier, da, nee, da, also irgendwo, pass auf, hier. Da. Merchandise. Greift zu, Leute. Was? 478er Leistungsindex? Nee, ne?
Das verstehe ich nicht. Ah, wollte er mein aktuelles T-Shirt sehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe. Ich find's geil. The Mandalorian und Rocket gehen mit den Babys Gassi. So, dann. Es ist schon spät, 22.20 Uhr. Wir machen es kurz, damit ich auch noch ins Bettchen komme. Papa muss morgen arbeiten. Gut, dann hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich cool heute. War echt lustig mit euch. Und hoffe, dass wir das sehr bald wieder hinkriegen und am besten auch in der gleichen Stimmung. Würde mich sehr freuen. Alles klar, Leute, dann wünsche ich euch noch süße Träume, eine gute Nacht und bis bald. Macht's gut. Bye, bye.